Hat sie ein Innerstes? Oder hat sie nur ein Äußeres? Gibt es ein Innerstes in ihr? Und hört sie Füße da hinten in den Fischaugen? Geht da nicht jemand draußen herum? Doch. Die Oline sitzt da und schaut in die Fischaugen und draußen hört sie jemanden gehen. Sie hört Schritte. Und ist das nicht eine Stimme, die etwas sagt? Fragt sie nicht, ob alles in Ordnung ist, und muss die Oline da nicht antworten, dass alles in Ordnung ist? Das muss sie wohl sagen. Ja, das muss sie sagen, denkt die Oline. Alles ist in Ordnung, muss sie sagen. Und die Stimme? Ist das ein Mann? Ist das der Lars? Dem Lars seine Stimme? Steht der Lars da draußen vor ihrem Häuschen und redet mit ihr? Der Fischer Sven? Der Sievert? Da ist die Stimme wieder. Geht es dir gut? Fragt sie. Und sie kennt diese Stimme, aber wem seine Stimme mag das sein? Der Alida ihre? Ja, das ist wohl die Alida, und die Oline hört die Alida noch einmal fragen, ob es ihr gut geht. Und die Oline denkt, jetzt muss sie antworten. Sie kann nicht nur so auf dem Häuschen sitzen und nicht antworten, wo die Alida draußen steht und fragt, wie es ihr geht. Da muss sie doch antworten. Ja, denkt die Oline. Und sie schaut in die Fischaugen, die schwarzen, starren. Und die Fischaugen schauen tief in sie hinein. Und sie fühlt sich auf einmal, als ob sie diese Fischaugen wäre. Sie ist nicht die, in die diese Fischaugen hineinsehen, sondern sie ist die Fischaugen. Das spürt die Oline. Und sie schaut in die schwarzen und starren Fischaugen hinein. Und sie ist ruhig. Und die Fischaugen sind ruhig. Und in den starren Fischaugen ist etwas anderes. Etwas, das sie nie essen könnte, auch wenn sie noch so wollte. Und die Oline spürt, dass ihr Atem ruhig geht. Und die Oline muss doch antworten, wenn die Alida mit ihr spricht. Und ihr Atem geht so ruhig, spürt die Oline. Und sie fühlt sich auf einmal so unendlich schlapp und so unendlich ruhig. Und dann sieht sie, wie die Fischaugen aufgehen. Und sie sieht das Licht aus den Fischaugen und vom Lars, seinem Bild. Und so ruhig ist sie noch nie gewesen. Und sie sinkt gegen die Wand, den Kopf an die Wand gestützt, sitzt die Oline da und sie spürt, dass jetzt was Kleines kommt da unten. Und dann sind da nur noch diese Fischaugen und dann dieses ruhige Licht.